Der Standort Dossenheim liegt im Norden der Stadt Heidelberg. Wir nennen ihn Standort Dossenheim, weil er gleichnamig mit dem Ort Dossenheim ist, mit dem wir uns befinden. Eine Kleinstadt am Rande des Odenwaldes an der Bergstraße gelegen. Der Standort gehört seit knapp 20 Jahren zum Evonik-Konzern und ist hier im Jahr 1959 gegründet worden. Knapp 200 Mitarbeiter arbeiten hier am Standort. Wir kommen aus mehr als 10 Kulturkreisen. Produktion hier am Standort umfasst mehrere Bereiche. Wir haben einmal die Wirkstoffproduktion, sind aber auch alle Nebenanlagen mit zugehörig. Also wir stellen nicht nur die eigentlichen Produkte her, sondern sorgen natürlich auch für alle zugehörigen Anlagenteile, die uns quasi mit beliefern. Unsere Expertise sind Wirkstoffe in aller Regel für Humanpharmazeutika, aber auch für Tiermedizin. Wir stellen Wirkstoffe für die Kosmetikindustrie her, für den Flugzeugleichtbau und schließlich natürlich auch die Lipide für das BioNTech-Projekt. Wir kriegen halt einen Auftrag vom Kunden, der möchte gerne Produkt X von uns produziert haben, und dann bauen wir hier innerhalb von Wochen, Monaten komplette Anlagen um und haben ein komplett neues Verfahren, denn hier einfach ein komplett neues Produkt her. Die Implementierung von diesen neuen Projekten und Prozessen in diese gewachsene Anlage ist eigentlich die große Herausforderung. Wir bauen selten Neuanlagen auf die grüne Wiese, sondern wir modifizieren bestehende Anlagenteile. Das ist das Hauptgeschäft. Wir haben ein tolles Team, ein agiles, junges Team. Durchschnittsalter am Standort ist knapp über 40, die Führungsmannschaft sogar noch etwas jünger, was einen sehr positiven Effekt auf die Motivation und die Agilität des gesamten Teams hier am Standort hat. Ich habe vor 23 Jahren hier in der Anlage als Aushilfskraft angefangen und nun habe ich seit fast einem Jahr die Lagerleitung übernommen. Das war so für mich eigentlich wie mein persönlicher American Dream. Ganz unten anfangen und so langsam sich hocharbeiten. Jeder Kollege und Mitarbeiter hat hier auch wirklich die Chance, sich selbst zu finden und weiterzuentwickeln. Und das ist auch einer der Stärken hier am Standort Dossenheim, dass man Leistungen erkennen kann, Fähigkeiten und Weiterentwicklung fördert. Worauf ich besonders stolz bin, ist, die Hälfte der Führungskräfte ist weiblich hier am Standort. Mich motiviert auf einer Seite natürlich meine Kollegen und mein Team, weil ich sehe, was die für eine hervorragende Arbeit machen, aber auch natürlich die Produkte, die wir herstellen, dass man eben direkt sehen kann, wo kommen sie zum Einsatz, pharmazeutische Wirkstoffe. Also man sieht, sag ich mal, den guten Zweck dahinter. Ne? Das, was wir herstellen, wird draußen in der Welt auch benötigt. Ich habe 2009 hier an dem Standort begonnen und damals hieß es noch die Technochemie. Am zweiten Tag sagte ich, das ist hier ein Sechser im Lotto für mich, und das sage ich heute auch wieder. Alles rundherum passt, macht einfach Spaß. Wenn man sich die Produktpalette anguckt und sich mal anschaut, was eigentlich in den letzten Jahren für neue Prozesse eingeführt wurden und für neue Produkte eingeführt wurden mit Erfolg, dann ist das Entwicklungs- und Expansionspotenzial für Dossenheim definitiv gegeben. Evonik, leading beyond chemistry.